Okay. Ich hoffe, es kommt mir da nichts im Weg, dass ich ihn bekrepiere. Das ist jetzt durch die Gesundheit nicht optimal. Jetzt muss ich wahrscheinlich schauen, bis diese Tänzerinnen nach vorne gehen und dann in der Zwischenzeit schieben. Weil sonst die mich runterschmeißen oder den Stein, je nachdem. Da warte ich, bis die nach vorne gehen. Die Zeit haben wir. Komm, die Gedusse. Okay. Der ist eindeutig oben jetzt. Jetzt müsste eigentlich das aktiviert sein. Nach der anderen. Komme ich da hin? Okay, da bin ich einfach nur krepiert. Aber ich hoffe, das hat es zumindest gespeichert. Oder nur das obere. Das so ist, dann ist es echt kacke. Aber verliert automatisch immer Energie, wenn man da runterhupft. Manchmal mehr, manchmal weniger. Okay, scheiße. Das muss man nochmal machen. Gut. Hätte man gern das erspart, aber es geht anscheinend nicht. So. Dann muss ich nochmal das probieren. Nochmal alle Unschuldigen anpinkeln. Aber es ist mal schon besser funktioniert, also bin ich optimistisch. Besser geht. Mit der Steuerung ist manchmal ein bisschen scheiße. Soll ich den jetzt wieder wegschieben, wenn der im Weg steht? Vielleicht das mal überlegt, den Entwickler. Ich finde das wieder mal super. Stecke ich fest wahrscheinlich. Hey, der will mit seinen Schnalzen. Und steht gleichzeitig auch im Weg. Ach, das gibt's ja nicht. Ganz ehrlich. Jetzt bin ich schon sauer, wenn so diese beschissenen Neandertaler da im Weg stehen. Ich will den ja nur da runterhauen. Das kann's ja nicht geben. Gut, das war jetzt irgendwie nicht so, wie es geplant war. Da hat leider alles vom Spiel her, das war schon jetzt
PC leider stark verbuggt. Oder besser gesagt, euer Bug kann man schon dazu sagen, wenn man da nicht mehr weiterkommt. Und halt auf ein neues. Pech war natürlich auch dabei, dass gerade der im Weg stehen hat müssen. Probier mal den Vorderen, der ist scheint besser zu funktionieren, dass man den runterspült. Das gibt's einfach nicht. Warum schnallt er mir gleich einer? Ohne dass ich ihn angepinkelt habe. So, einfach runter. Komm. Kann nicht so schwer sein. Runter mit dir. Nüchtern werden. Das kriegen wir noch hin. Ist zwar jetzt nicht optimal gerannt, aber es rennt selten was optimal im Leben und auch im Spiel. So. Sowieso nicht, warum man den Fallschaden erleidet, wenn man eh sowieso runter muss. Nein, genau das, was ich gedacht habe, was passiert. Genau das ist passiert. Bin so angepisst momentan. Einfach alles irgendwie so agiert, dass es genau gegenteilig ist, was das alles, was man wirklich braucht. So, probieren wir es halt nochmal aufs Neue. Wenig angepisst, weil das jetzt momentan so überhaupt nicht läuft. Ich verstehe nicht, warum das auf einmal stehen bleibt immer. Komm. Jetzt muss ich dann extra nochmal zurückgehen und ausnüchtern. Das hätten sie ein bisschen einfach machen können. Alles gehört dazu beim Saufen. Schauen wir, dass wir nüchtern werden. So, ich hoffe, es wäre immer schön, wenn man nicht Fallschaden kassieren wird für etwas, was man nicht kann. Aber man kassiert es. Wieder hinten bei ihr durchzukommen, wenn sie nach vorne geht, sonst hat man das wieder runter. Das kann man echt nicht gebrauchen, dass man da nochmal herum den Mist machen muss. Dasselbe jetzt bei ihr. Da warte ich extra noch ein bisschen länger. Fetten Steinbraut mit den Riesendingen. Wieder zwei Sachen freigelegt.
dass wir so wenig Schaden wie möglich kassieren. 1, 2, 3. Ich möchte nur wissen, was da jetzt dann weitergeht. Probier mal die Seite. Wow, was kassiere ich da für einen Schaden? Das verstehe ich nicht. Wie soll man das überleben? Wenn man schon so einen irrsinnigen Grundschaden erwischt. Okay, das ist doch dieselbe Stelle. Verstehe ich jetzt nicht. Heiliger. Es nervt mich momentan sehr, dass nicht ordentlich angezeigt wird, was man machen muss. Das ist das, was ich am meisten überhaupt nicht leiden kann. Und sowas unklar ist. Ich kann das wieder von vorne machen, das Ganze. Da wieder einen Stein dann reinhauen, vielleicht muss es kaputt werden. So. Tut mir leid, dass das jetzt alles so lange dauert, aber es ist halt immer ein bisschen unklar für mich selber. Vielleicht seid ihr da, checkt das viel schneller. Aber es ist für mich immer das ganze, die ganze Prozedur nochmal wiederholen. Aber es kann schon stimmen, ich wäre genau über den das eine Holz da gewesen. Wenn ich da einen Stein reinschmeißen würde, das wird wahrscheinlich kaputt werden. So lange her, wo ich das gespielt habe. So, jetzt sehen wir schon, dass wir das in Ordnung kriegen. Das endlich einmal ordentlich hinkriegen, das wäre super. Ohne Komplikationen. Der jetzt was Gescheites zusammenbringt. Da war Schoki, da kann ich zumindest einen Punkt wieder aufladen. Einfach nicht, oder? Kann es ja nicht geben, dass der wieder aufwacht. Hau ihn da runter, verdammte Scheiße, nochmal.
super. So, jetzt raus wieder. Barry ist gerettet. Aber die Kohle ist da noch irgendwo, oder? Also täusche ich mich da. Ist die Kohle mitgegangen mit denen? Na, da oben ist. Ich tue die Kohle. Ja, ich weiß, Mann ist over hier. Schauen. Können wir ja da irgendwie. Geld. Vielleicht muss ich dann doch noch einen anpinkeln. Ich probiere es noch einmal, wenn es noch geht. Da geht eh nicht mehr. Irgendwie doch die Knete haben. Was ist, wenn ich das jetzt runtergib? Doch nicht mehr. Probier noch einen Versuch machen, doch um an die Kohle zu kommen. Mein Todesurteil gewesen. Ob ich es jetzt nicht komplett alles weg werde, dann ärgere ich mich maßlos. Na, ich sehe nur die Kohle da. Wie komme ich jetzt zu der Kohle? Das ist die Frage.